Und ein weiteres Mal herzlich willkommen bei Dark Souls mit der gammeligen Ausrüstung und dem ganzen Shit. Ich habe ja, wie gesagt, jetzt ein bisschen gefarmt, also nur diese 16.000 Seelen. Und ich musste dafür tatsächlich nur einmal die lustigen Typen da unten töten, weil dann kam noch so ein richtig netter Mensch, also so richtig netter, ne? Der ist dann in den Wald gekommen und in meine Welt, weil er dachte, ich wäre leichte Beute, ne? Ich bin ja jetzt ein Mensch, deshalb können mich wieder so Molukken angreifen. So Molukken-Kaiser. Aber nicht mit mir, sage ich. Nicht mit mir. Dem habe ich richtig den Hintern versohlt. Mit meinen Lame-Taktiken, die ich mir angeeignet habe. Das heißt, ich habe ihn vergiftet und dann noch zwei Bomben an den Kopf geschmissen und dann bin ich einfach nur wie ein Blöder herumgerannt. Naja, ein Sieg ist ein Sieg. Bla bla bla. Ich möchte deinen Zauber. Das darf ich alles nicht, darf ich alles nicht, darf ich alles nicht. Götterzorn. Oh ja. Bin ich mal gespannt, ey, wenn das... So, und jetzt gönne ich mir den... wie nennt er sich? Nito? Noch irgendeinen Titel hat er. Der hat irgendeinen Titel, aber den werde ich ja wohl dann sehen, ne? Jedenfalls einen der großen vier Bosse dieses Spiels. Jedenfalls ein großer Boss, den man besiegen muss, damit man den Endboss zu sehen bekommt. Und ich habe immer noch nicht das Herrschergefäß eingesetzt, ne? Ach, Wayne. Wayne, Wayne, Wayne. Und ich merke gerade, was für ein absoluter Volltrottel ich bin. Oh Gott, nein. Zu dem Leuchtfeuer da unten kann man sich ja gar nicht teleportieren. Ja, da kann ich nochmal dahin laufen. Premium. Premium, sag ich euch, ey. Hammer. Ich glaube, ich werde das hier beschleunigen, ey. Das geht doch nicht. Und hoffentlich sterbe ich jetzt nicht so oft dabei. Aber ich wollte diesen Zauber haben. Verdammt, ich dachte, es wäre so ein Wegpunkt, wo man sich hin teleportieren kann. Aber nein. Das ist nicht der Fall. Bitte gehen Sie nochmal 5000 Meilen. Wir können ja nicht zulassen, dass Sie irgendwie... Oh, ich habe den Zauber jetzt nicht reingelegt. Ich bin so ein Trottel. Da habe ich den Zauber und benutze ihn nicht. Oh, ist ja kein Ding. Ja, ja, ich kenn die Geschichte. Roll, roll, roll the boat. Gently down the stream. Life is but a... Ja, 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 ja. Easy. Alles easy, sage ich euch. Ich möchte jetzt hier mich zur Ruhe setzen. Zauberei einstimmen. Zauberei einstimmen. Ich habe Zauberei einstimmen gesagt. Da. Was haben wir denn hier Schönes? Ich habe genau einen Slot. Götterzorn. Alles Klärchen. So, kann ich auch wirklich nicht dahin? Och, bitte. Ich bin auch ganz lieb, ey. An der Londonkammer der Prinzessin. Alles falsch. Doch das Chaos. Die Tiefen. Gemeinde der Untoten. Nein. Nein, nein. Das ist nicht drin. Und jetzt muss ich erstmal ausprobieren, was dieser Zauber kann. Einmal bitte. Oh. Gar nicht mal so schlecht. So, ey, das hat der Molukke, der bei mir eingedrungen ist. Das hat er die ganze Zeit gemacht. Der hatte also Götterzorn und dachte, er könnte mich den Tod leben. Wenn das eins mit mir gemacht hat, diese Challenge, da ich zum Meister des Lähmen geworden bin, ey. Hammer. Wow, 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 wow. Wie die da sich alle in den Tod stürzen. Richtige Suizid-Skelette hier. Tschüss. Oh Gott. Da kriege ich schon wieder einen Herzinfarkt hier. Geht mir weg. So, könnte ich dann jetzt eigentlich auch so eine richtig geile Strategie anwenden, um... Oh,
So viel zu meiner Strategie. Sie funktioniert gut. So. Hallo. Hier, das sind ganz viele lustige Skeletträder. Wie weit geht das? Hallo. Boah, ich kann hier gerade richtig gut sehen, ne? Richtig gut. Aber es liegt wohl auch daran, dass es bei mir mitten in der Nacht ist. Kann ich das machen? Ach, das geht nicht weit genug. Das ist schade. Aber immerhin habe ich das jetzt mal ausprobiert, ne? Ich probiere es einfach mal. Okay, ich habe einen mitgenommen. Das ist gar nichts. Das war ein kleiner Fail. Aber ich muss ja auch erstmal mal auf diesen Zauber klarkommen. Ein paar Haken schlagen. Alter Schwede. Bitte mehr. Ist ja kein Ding, was... Aha. Jo. Das war... Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Kurz und schmerzlos war es nicht gerade, wenn ich hier von hinten und von der Seite und von allen Seiten aufgeschlitzt werde. Also kann ich das wohl kaum sagen. Der macht seine Spirale-Attacke, der macht seine Rollattacke, der macht Sprungattacke. Alle nur Attacken, die sich auf meinen Body auswirken. Und meine Psyche. Wow, 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 wow. What? Der blockt hier den Eingang. Was? Alter Schwede. Hallo. Gar kein Problem. Alles ausgewichen. Ah, ihr stürzt euch wieder in die Tiefe. Sauber. Das sind meine Bros. Ja, wieso habe ich eigentlich 10? Ach so, ja, ich weiß, wieso ich 10 Estus Flacons habe. Ich möchte hier runter. Sehr schön. Oh nein, du bist mir gefolgt. Unartig. Unartig bist du. Alter. Das. Alter. Alter Schwede. Ich konnte mich nicht bewegen. Nix. Alter, dieser Richtungswechsel war ja mal extrem. Ich hätte jetzt auch meine Seelen wieder aufnehmen können, damit ich mal wieder ein paar mehr habe, aber das wäre zu mainstream. Ach du Scheiße. Das könnte ich auch mal nicht überlegen. Meine Fresse! Guck, ey, seht ihr das? Ich bin einen Millimeter vor der Ziellinie verreckt. Ach, das ist doch wieder Scheiße! Ich verrecke wieder an der Stelle. Nee, das ist mir zu dumm. Und Cut! So... Meine Güte, das hat mich jetzt schon wieder mehr Nerven gekostet, als es eigentlich wert ist. Hammer. Ich konnte das Leuchtfeuer eben nicht aktivieren, aufgrund eines Bugs. Und zwar, dieser Bug bestand darin, dass so ein komischer, lustiger schwarzer Ritter, der hier irgendwo rumdümpelt, falsch gespawnt ist. Und deshalb mich zweimal daran gehindert hat, das Leuchtfeuer zu aktivieren. Ich konnte es nicht aktivieren und dann hat er mich abgeschlachtet. Richtig Premium war das. Vor allem mit so einer riesen Hellebarde in so einem engen Raum ist nicht so schön dagegen zu kämpfen, muss ich sagen. Oh, hat sich jemand wieder in den Tod gestürzt? Finde ich gut, ey. Ich weiß zwar nicht, wo ich lang muss, aber das sieht gut aus. Einfach immer tiefer. Immer tiefer. Was ist das hier eigentlich? Riesige Bäume? Wo bin ich hier? Naja. Hauptsache Boss, sage ich. Hauptsache Boss, wo geht's denn hier lang? Ach so, wieder so ein Viech, was man abschlachten kann, wenn man will, aber... Und dafür irgendwie Scherben und sowas bekommt. Aber das brauche ich ja nicht. Schon wieder einer weniger. Ach so, ich muss da wohl tatsächlich hin. Hier ist eine Sackgasse. Alles Klärchen. Dann wollen wir doch mal hier hinabsteigen in die Tiefen. Wo bin ich denn hier?
Premium. Ach, die sind ja easy. Da möchte ich jetzt kein Leben dran verschwenden. Alter. Nur am Rum. Lol. Komm, Fall um. Dankeschön. Und tschüss. So. Und nun? Dass die auch aus dem Nichts kommen, ey. Wow, der hat auch noch Bogenschützen. Das ist ja... Ist das... Mach... Ist... Hab ich damit etwa ein Schild? Der kommt ja auch von hinten. Oh, Premium. Hammer. Toll. Falsch ausgewichen. Richtig, Hammer. Aber was soll ich denn machen? Soll ich einfach mal durchrennen? Durchrennen ist immer eine gute Taktik, oder? Die beste Taktik. Ich glaube, ich muss hier... Ja, stimmt. Ich muss hier runter. Und jetzt nach links. Oder? War doch nach links. Ich schätze nicht. Oder war es rechts halten? Rechts halten ist anscheinend gut. Gut. Rechts halten. Ja, dann leite ich ihn runter, da kann ich auch so nehmen, ne? Ja, noch nicht mal Fallschaden. Easy. So. Wieder den ominösen Wandgang entlang. Hier brauche ich ja noch nicht mal die Laterne. Mein Gott, ist das hell. Meine Güte, ist das hell. Lass mich in Ruhe, ich brauche dich nicht. Wer braucht dich schon? So, ich renne jetzt hier einfach durch. Da kenne ich doch nichts. Hier. Easy. Okay, der ist doch schon ein... Was, der geht weg? Ach so, da sind, ist ja noch einer. Gut, dass ich den noch gesehen habe. Rechtzeitig. Was ist das hier? Land der Menschenfresser. Wie hießen die nochmal? Dabei der 13. Krieg. Der 13. Krieger, was waren das für Viecher? So, ich renne an euch allen einfach vorbei. Was ihr von mir wollt. Warte, seid ihr etwa alle dieser Boss, den ich da eben besiegt, den ich da damals besiegt hatte? Oh Gott! Da gibt er mir noch eine mit. So, was drauf. Puh. So, einen Versuch kriege ich hier noch rein. Samt Cinematic. Gut, so viel zum Eingangs-Cinematic. Viel sagen, er steigt aus seinem. Ich möchte mich heilen. So, der Typ hat auch noch so tolle Ads, ne, die einem einfach nur auf die Eier gehen wollen. Alter, und zwar so richtig, wie ich merke. Scheiße! Ey, ich konnte nichts machen! Ja, und dann hat er auch noch lustigerweise gerade gewechselt, das Item, was ich benutzen wollte. Und dann werfe ich mit einem Giftmesser auf Skelette. Hammer. Boah, nee, ey, dieses Spiel fuckt mich ab im Moment. Schon das eben war absolute Scheiße, ey, dass dieser Backgun kommt und die Radskelette, ey, manchmal konnte man nichts gegen sie machen. Aber ich jammer schon wieder. Ich bin einfach müde. Dann widme ich mich diesem Boss eben beim nächsten Mal, ey. Bumm.